Aber nicht den machen wir wieder raus hier. Hey. Falscher Knopf. Nein. Genau. Was haben wir denn da für Decken drin? Ich glaube 2 Meter Decken. Und am Ende 2 Meter. So. Recht eigentlich, ne? In der Höhe. Ja, das reicht. Das reicht für die Zwischenetage. So, dann reißen wir den wieder weg hier. Ja, ist egal. So. Und dann können wir da für die nächste Etage machen. Schon mal vorbereitet, ja, quasi. Der sowieso zu lang. Oh. So in der Richtung. Irgendwie. Irgendwie weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie die nächste Etage drauf ist. Wie das dann rüberkommt. Ist der Speicher schon wieder? Sag mal. Okay, dann wird das sowieso noch länger hier. Brauche ich hier gar keine Wand runterziehen. Na ja, gut, das lassen wir es mal. Das mache ich mal offline. So, wie viel haben wir denn jetzt von die Teile? Wir haben noch keinen Container aufgestellt, oder? Nee, wir haben noch gar nichts aufgestellt hier. Ach, Leute. Oder gar nicht sicher drin. Produziert so schon nicht so schnell, dann halte ich die Produktion noch auf. 40 Stück haben wir schon. So, was brauchen wir jetzt für die anderen Dinger? Die können wir dann, glaube ich, gleich da oben drauf setzen. Den da. Wo sind sie denn? Da, modulare Motoren. Du heilige Scheiße. Von dieser Schichtung haben wir, glaube ich, nicht so viel. Ich würde sagen, das bauen wir gleich da oben drüber. Also. Ziehen wir das gleich mal hoch hier. Ja. Dass wir die Ecken gleich haben. Ja. Keine Wand hier, oder? Doch. Doch, eine Wand. Nicht 4 Ecken, ja, ich glaube. Glaub schon. So. Okay.
Ah, es geht auch, das ist mir. Das geht, glaube ich, einfacher. Ah. Es ist wieder halb eins, ey. Sowas. Wollen wir gleich wieder 500 Stück haben? Das ist ja. So. Haben wir gesagt, drei Zutaten waren das? Oh, brauchen wir den? Oder fangen wir da an? Oh, kein Plastik mehr. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Da bin ich ja mal froh, dass wir auf der Seite von der Base sind. Oh, das ist immer noch so. Naja. Schwung mit. Naja, das soll das mal wieder reichen. Wie sieht es denn jetzt mit dem Rest im Zeug aus? Ein bisschen was rausschmeißen. Und zwar. Was kann weg? Das kann einsortiert werden. Das kann einsortiert werden. Die eigentlich auch. Die können auch raus erstmal. Die brauchen wir auch nicht in der Tasche. Das kann raus. Gut, da müssen wir bald wieder einen Nachschub holen. Die Schrauben, wofür brauche ich die Schrauben? Okay. Was haben wir? Gummi haben wir noch. Ein bisschen Kabel sollten wir wieder einpacken. Wenn die Kabel alle sind, dann hört es auch schon wieder auf. Müssen wir wieder zurücklatschen. Nö. Ein paar Motoren haben wir noch. Hier noch ein bisschen mit. Wie sieht es denn eigentlich mit Beton aus? Haben wir noch Stahlbeton? Oh. Wir haben keinen Stahlbeton mehr. Wie habe ich denn die ganze Zeit Fließbänder gebaut? Ja, und zurück. Jetzt müssen wir eigentlich wieder ein bisschen was dabei haben. Müssen wir weiterkommen. Umfüllen auch noch Scheiben. Ich muss die Häuser auch irgendwann mal fertig basteln. Ja. Und vielleicht dann mal hier einen Fahrstuhl reinbauen. Aber gut. Genau da soll er hin. Drei. Drei. Vier. Mehr kriegt man sowieso nicht dran.
So, du sollst mir jetzt bauen die da. Nicht dein Ernst. Macht auch bloß ein pro Minute. Ich glaube, das Gebäude wird noch etwas größer werden. Es wird noch ein bisschen länger werden hier. Das wird man da noch verlängert. Es ist ja. Ach ja. Hallo, wo sind wir denn zu Hause? Da. Ja, gut. Ja, mit 8 pro Minute kommen wir nicht weit. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch irgendwo brauchen zum Craften irgendwo. Das passt auf alle Fälle nicht. Jetzt habe ich nur anders gemacht. Ach, da habe ich nur einen freigelassen, okay. Ich wollte ein bisschen großzügiger bauen jetzt, aber. Ja, wo ist er? Also. Dann müssen wir es halt so machen. So ist das, glaube ich, nicht so verkehrt. Die da. Die da. Die da. Ja. Sagt eigentlich die Bitrate hier. Ja. 4,7. Okay. Bin dann vielleicht doch auf 60 FPS gehen. Beim nächsten Mal ausprobieren. So, Motoren, Gummi und intilente Beschichtung. Genau, das geht ja dann hier schon mal nicht. Ja. Gut. Mir mal. Einen Splitter. Ist das der erste? Ja, ist der erste. Wir haben jetzt hier. Genau, da steht eine Maschine. Wohl, könnten wir eigentlich da hochgehen. Das können wir doch machen, ne?
bisschen näher darüber und dann ja, dass man dann da halbwegs vernünftig reinkommt. Warte, dann machen wir hier den hin. 2, 3. So. Da stellen wir noch einen hin. Müsste doch noch gehen, ne? Ja. Passt. So, und dann so. Also ungültige Form. Sehr schön. 1, 2. Wir brauchen ja plus 3. Okay. Ja. Machen wir so. Denke ich. Sag ich mal so. Den lassen wir stehen. Als Orientierung. Ja. Soll es so rumgehen? Auch. Und ein. Kommt der dahin? Müsste dann so. Naja. Wohl passt. Den dahin. Und den dahin. Halt. Falsch rum. So. Speicherfreeze, ja, Wollinger. Ja. Und die da. So, oder? Na, ja, das passt auch noch. Sowas. Zack, zack. Einmal. Zweimal. Okay. So, dann sind wir hier zu Hause. Mit denen nimmt man ja nicht, weißt du. Das ist der 1. Nein. Ja, was ist doch hier schon wieder? Ja. Ja. Gehen dahin. Und gehen dahin. Ja, mit diesen Teilen haben sie also das ist ungeahnte Möglichkeiten. Oh. Wo sind wir denn überhaupt? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt habe ich ja schon wieder vergessen, was ich brauche. Motoren, Gummi und noch irgendwas was. Moment. Manufaktur. Nee. Oh. Das da. Motoren, Gummi und intelligente Beschichtung. Na, allerliebst. Intelligente Beschichtung hat man doch irgendwo sogar. Wir haben hier die Stadttoren, da die O-Toren. Ich glaube, da ist die intelligente Beschichtung drauf. Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt aber, ihr könnt da eh gleich erstmal im Produktionsschub so. Oder was stellen wir hier her? Ach hey.
hier noch eine Kabelproduktion. Die habe ich auch nicht gesehen. Okay. Ist jetzt trotzdem noch nicht, wo wir die intelligente Beschichtung herstellen. Was machen wir hier? Statuen. Ich glaube, da machen wir was mit leeres Band. Motoren? Motoren ist schon mal geguckt, dass wir die gefunden haben. Die gehen da runter, da geht das Fließband ins Lager. Genau. Was machen wir hier? Computer. Gar nichts. Was soll die hier gemacht werden? Intelligente Beschichtung. Raus. Da oben rüber, da hinten runter. Aber die können wir jetzt schon mal mit anschließen. Ich glaube, da werden wir jetzt ein paar Wörter brauchen. So. Ach, die. Doch, die bringt man schon runter. Aber da hinten ist das Fließband voll und hier kommt nichts. Was ist denn da wieder passiert? Ja, der Gato ist passiert. Lol. Wenn nur eine Maschine dranhängt, kann das ja nicht funktionieren, oder? War ja da eigentlich alles in der Nähe. Es müssen Intelligenter sein hier, genau. Ja, dass da jetzt noch nichts drin ist, ist mir schon klar. Wisst ihr hier genau? Doch richtig geguckt, dass die hier ist. Dann haben wir die intelligente Beschichtung schon mal da. Die Motoren haben wir irgendwo da vorne. Eieiei. Da müssen wir mal schauen. Hier hätten wir aber Kunststoff auch noch drauf. Könnten wir uns Kunststoff holen. Bei denen müssen wir auch nochmal nachlegen. Da geht ja gar nichts mehr vorwärts. Ist nicht der Ernst. Ach Leute, so langsam nimmt es hier überhand. Da sind die Motoren. Okay, die Motoren müssen. Warte mal. Die fahre ich da runter und da hinten kommen sie wieder hoch. Können wir doch aber eigentlich. Wenn die Bänder nicht so eng zusammenliegen würden, wäre das natürlich noch viel geiler. Okay, jetzt hätte ich gesagt, ziehen wir uns das einfach hier raus. Können wir ja machen. Ob was obacht.
Machen den weg. Das war das Falsche, aber egal. Machen den hier weg. Setzen da noch mal einen drauf. So. Hätten das gebaut hier. Das ist ja Katastrophe. Es ist ja furchtbar. So. Ja. Lass mich da durch. Alter. So. Oder da oben lang. Da oben lang ist, glaube ich, blöd, ne? Oder wir gehen da lang. So. Ja. Ja, das hast du wieder ganz clever hingekriegt. So, den nochmal weg. Da noch einen drauf. Und dahin. So, jetzt aber. Ja, genau. Da können wir den da zusammenknipsen. Ja. Passt. Den wieder zusammen. Ja. Oh ja, alles noch. Das war nur das eine Band, oder? Ja. Scheint so. Und hier gleich mal nach. Nö. Alles MK4. So. Dann bauen wir uns da einen Splitter ein. Und ziehen das vor. Dann haben wir die Motoren schon mal aus dem Weg. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungeil. Ja, oder das ist da vorne irgendwo hin. Ja, das sieht gut aus. Das machen wir so: ein intelligenten Splitter dahin. So, dann ich muss mal hier irgendwo zu Hause. Jawohl. Da kommen wir oben drüber. Ganz easy peasy. Halt. Mal bloß gucken. Ah ja. Wir müssen aber darüber noch, ne? So, 1, 2. Passt. Hm? Das war zu viel. Hm? Da können wir schön oben drüber fahren. Müssen wir nur gucken. Hier zumachen. Müssen ja irgendwo hier in dem Bereich müssten wir ja rauskommen. Denke ich mir so. Weil hier haben wir die Rahmen. Die gehen gerade hoch. Ich denke mal hier irgendwo. Also fast. Ah ja. Da haben wir schon. Gerade durchziehen, dann kriegen wir die Motoren hier ran. Aber jetzt muss ich erstmal jetzt fechterlichst. Dann sitze ich hier gleich einen halben Meter höher. Bis gleich.